Grüße Birdies und willkommen zur zweiten Ausgabe von Isa Draws One Year. Diesmal bestand die Aufgabe im letzten Monat darin, Haare und Köpfe zu zeichnen und ich muss leider sagen, ich hatte nicht so viel Zeit wegen Weihnachten, wegen der ganzen Umstellung, die ich gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt meine Ergebnisse und meine Herangehensweise zeigen und deswegen fangen wir einfach direkt mal an. So, ich zeige euch jetzt einmal das, was ich geschafft habe, während ich ein bisschen gezeichnet habe in diesem Monat. Das erste Bild ist halt nicht viel, es zeigt nur einen Kopf tatsächlich. Das war eine Perspektive von einem Gesicht, was ich schon mal letzten Monat, also beziehungsweise in einem Projekt, was ich vorher zeichnen wollte, versucht habe darzustellen. Und die Haare sind auch nur angedeutet und nicht komplett gezeichnet, deswegen sind sie auch nur sehr kurz. Insgesamt habe ich aber nicht viel gemacht, was sieht man auch auf der zweiten Seite, habe ich das Gesicht halt versucht nochmal viermal zu zeichnen, habe dann nochmal andere Perspektiven gezeichnet, die ich auch schon mal vorher in einem vorigen Video gemacht habe, aber diesmal mit den Frisuren und da habe ich auch ein bisschen variiert. Finde ich eigentlich ganz cool soweit, war jetzt auch echt nicht schwer aktuell. Dann habe ich einfach gedacht, okay, ich zeichne das mal größer auf alles auf eine Seite, deswegen haben wir plötzlich auch nur noch vier Gesichter auf einer Seite. Haare auch nicht immer bis zum Ende so gezogen, gezeichnet, aber auch ein bisschen mit den Schatten und Licht gearbeitet. Hier unten haben wir übrigens einen anderen Künstler anstelle von Artgam, sonst orientiere ich mich ja die ganze Zeit bei Artgam, aber das war der Paolo Pantalena, den kann man auch mal auf Instagram folgen. Ist auf jeden Fall ein cooler Typ, habe ich unten auch einmal mal verlinkt, damit ihr euch das direkt mal anschauen könnt. Der zeichnet auch sehr, sehr schön. Und hat auch einen sehr coolen Stil, der mir gefällt. Da habe ich das Gesicht aber nicht so ernst nachgezeichnet, weil ich mit den Lippen nicht so klar komme. Aber die Augen sind halt mega geil und die Frisuren sind halt auch echt cool, weil die sehr detailgetreu sind. Habe ich aber nur zwei Gesichter gemacht tatsächlich. Und bin bei Artgam einfach dabei geblieben. Und das ist tatsächlich die letzte Seite schon, mit der ich Köpfe und Haare gezeichnet habe. Da sieht man schon, da fangen schon die Hände auch an. Ich habe aber tatsächlich auch es geschafft, den Monat digital zu zeichnen. Da sieht man auch immer noch mal einmal das Gesicht, was ich schon mal vorher hatte. Auch verschiedene Gesichter, die ich schon mal vorher gezeichnet habe. Ich habe das, glaube ich, auch teilweise im Stream gezeichnet nochmal. Gibt es auch nochmal ein paar Variationen. Ist es nicht viel? Der Batman hier ist tatsächlich auch ein reiner Scherz. Und ich muss sagen, das war es tatsächlich auch schon für einen Monat. Es ist nicht viel passiert, leider Gottes. Ich weiß, es sind nicht wirklich sehr viele Ergebnisse, aber ich bin froh, überhaupt ein bisschen zu zeichnen. Also bei mir zählt es mittlerweile auch wirklich egal. Und wenn ich nur einen Tag oder zwei Tage im Monat es schaffe, irgendwie mich mal kurz hinzusetzen, ein bisschen was zu machen, ich habe wenigstens was gemacht. Und ich möchte ja grundsätzlich dahin gehen, dass ich irgendwann immer kontinuierlicher zeichne. Und ich denke, mit diesem Projekt werde ich das schon irgendwie schaffen. Nur ist Dezember war halt wirklich super, super stressig. Nichtsdestotrotz werde ich euch gerne erzählen, was im Monat Januar dann natürlich gemacht wird. Es sind nämlich Hände und Arme, die ich mir als Aufgabe genommen habe. Und Hände sind, wir kennen alle, Hände sind fürchterlich zu zeichnen und ich bin echt mal gespannt, wie es läuft. Und ich hoffe, das Video kommt dann auch ein bisschen zeitnah. Also es soll auch wirklich dann noch im Januar erscheinen und nicht erst irgendwie Mitte Februar. Das tut mir auch super leid, dass das Video irgendwie total untergegangen ist. Aber ich hoffe nichtsdestotrotz, dass es euch gefallen hat. Gebt den ganzen gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt natürlich auch gerne meine ganzen Social-Sachen abchecken und bitte nicht vergessen, ich bin eine Twitch-Streamerin, das heißt, guckt auch gerne mal bei mir beim Twitch vorbei, da bin ich auf jeden Fall fünfmal die Woche ab 20 Uhr da und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Monat, zeichnet gut und bis zum nächsten Mal!